Seid ihr herzlich willkommen. Eine aktuelle Liebesenergie. Die Hauptthema liegt hier in der Mitte und dieser Turm bedeutet gefangen zu fühlen. Es kann auch Angst, Unsicherheit auch sein. Oder beschreibt seine Lebenssituation, weil er fühlt sich gefangen und er sucht eine Lösung, er sucht einen Ausweg. Dieser Turm bricht zusammen und das bedeutet Veränderungen. Welche Veränderungen erwarten euch? Das zeigen die kommenden Karten. Hier handelt es sich um die Liebepartnerschaft. Es ändert sich etwas in euren Beziehung. Wenn du eine Dame bist, dann stehst du hier im Mittelpunkt und du beobachtest momentan die Geschehen. Und du kannst damit rechnen, dass bei ihm zwischen euch beiden ändert sich etwas. Dieser Hund zeigt die Treue, du kannst auf ihn vertrauen, aber bedeutet auch Freundeskreis, Bekanntenkreis. Sie haben einen Einfluss auf die Geschehen. Es ist noch nicht alles geklärt, zeigt die nächste Karte, diese Wolke. Diese Wolke bedeutet auch halbes Jahr, bedeutet aber nicht, dass du halbes Jahr lang warten sollst, bis er etwas ändert, sondern beschreibt, dass innerhalb in diesem Zeitraum kommen die Veränderungen. Und hier sehen wir, er kommt in Bewegung und sucht den Kontakt zu dir. Und die Wege zeigen schon seine Entscheidungen, also kommt eine neue Richtung. Dieser Liebesorakel erzählt Umbrüche, Veränderungen, eine neue Richtung, Entscheidungen. In Gegenwart ist noch etwas undurchschaubar, aber innerhalb halbes Jahr setzt er einiges in Bewegung, kommt eine neue Richtung, du stehst hier im Mittelpunkt und auch die Liebe. Er liebt dich und hier ist die Treue. Du kannst auf ihn auf jeden Fall vertrauen. Und das war diese aktuelle Liebesorakel. Wenn du so eine kurze Legung möchtest, dann besteht die Möglichkeit, das zu bestellen. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Und ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.